Ein Mordgeständnis fasziniert Amerika. Der New Yorker Immobilienmagnat Robert Durst ist in Los Angeles angeklagt worden, wegen Mordes an der Tochter eines Gangsters im Jahr 2000. Bei Dreharbeiten für eine Serie des US-Senders HBO hatte Durst offenbar aus Versehen mehrere Morde gestanden. Was zum Teufel habe ich eigentlich getan, sagte er. Alle getötet, ganz klar. Die Aussage fiel jenseits der Kameras, sie wurde aber über ein drahtloses Mikrofon aufgezeichnet und nun erstmals ausgestrahlt. Ich glaube nicht an einen Zusammenhang mit HBO. Unser Dezernat für Überfälle und Tötungsdelikte hat diesen Fall auch nach 15 Jahren weiter verfolgt. Der 71-jährige Durst ist Spross einer steinreichen Familie, die unter anderem eines der neuen Wahrzeichen von New York verwaltet, das One World Trade Center. Susan Berman war 2000 erschossen worden, einen Tag bevor die Polizei sie zum mysteriösen Verschwinden von Dursts Ehefrau im Jahr 1982 befragen wollte. Auch wegen dieses Verschwindens geriet der exzentrische Multimillionär in Verdacht. Bob Durst hat Susan Berman nicht getötet. Er ist bereit, allen Gerüchten ein Ende zu setzen und vor Gericht zu kommen. Durst hatte sich unter falschem Namen in diesem Hotel in New Orleans eingemietet und war dort verhaftet worden. Bei einem Schuldspruch droht ihm in Kalifornien die Todesstrafe.